Einige verwirrte E-Mails erreichten mich bei dem Thema Risikopuffer auf dem privaten Konto. Wie kann ich es schaffen, unvorhersehbare Ereignisse ohne Probleme mit Leichtigkeit zu stemmen? Nun, ich selber hatte das Beispiel erst vor wenigen Tagen, als unsere Spülmaschine kaputt ging. Ein Gerät, was wir häufig verwendet haben und dementsprechend in unserem Haushalt nicht mehr fehlen sollte. Plötzlich war es kaputt, nach wenigen Tagen auch ausgetauscht. Soweit so gut. Der damit verbundene Wasserschaden allerdings hat auch den Herd elektronisch getroffen und nun diesen auch lahmgelegt. Schließlich muss auch der ausgetauscht werden. Eine solche Kettenreaktion an Vorfällen kann einige Menschen ganz schön in Schwierigkeit bringen. Uns selber hat es ziemlich entspannt gelassen, denn wir wussten, wir haben zum einen immer Geld auf unserem privaten Konto für solche Vorfälle vorliegen und ganz ehrlich gesagt, den Ofen wollten wir sowieso austauschen. Die Menschen, die kein Kapital zur Seite gelegt haben, um einer solchen Situation gerecht zu werden, stehen hier plötzlich vor einem Problem und landen unweigerlich in der Situation, einen Dispo einzugehen oder für die, die schon Vermögen aufgebaut haben, ihre Geldanlage anzugreifen. Stellt sich die Frage, ist das so schlimm? Denn eigentlich versuche ich ja so viel wie möglich meines Kapitals ständig zu investieren, um maximale Rendite zu erwirtschaften, um schneller ein Vermögen aufzubauen. Nun ja, die Ansage ist auch richtig, denn eigentlich möchte ich schon einen hohen Prozentsatz meines Einkommens regelmäßig investieren, um dieses langfristig für mein Vermögen zu haben. Das Problem dabei ist nur, es gehört eine strikte Disziplin dazu. Meines Erachtens sollte Geld, was investiert wird, um ein Vermögen aufzubauen oder eine Altersvorsorge, nicht mehr angerührt werden. Es muss schon etwas extrem Schlimmes passieren, damit das vorkommt. Die Anlage anzufassen bedeutet genauso viel wie einen Plan, den man sich gesetzt hat, nicht einzuhalten. Das ist die gleiche Regel wie ein Kredit, den man hat, überhaupt nicht abzuzahlen, sondern einfach nur die Zinsen zu zahlen und diese mit einem hohen Betrag versehen sind, dass es eine Aktienrendite zum Beispiel nicht mehr ausgleichen könnte. Hier macht es Sinn, zuerst hochpreisige Zinsen zu zahlen bzw. Kredite abzuzahlen und erst dann ein Investment einzugehen. Kleinere Kreditraten oder kleinere Zinshöhen könnte man laufen lassen und parallel schon etwas investieren, aber das Wichtigste in meines Erachtens ist, einen Risikopuffer auf dem privaten Konto aufzubauen. Die Zahl und die Höhe davon schwankt je nach Einstellung ab. Grundsätzlich glaube oder hört man immer wieder die Zahl 6 bis 12 Monatseinkommen. Also das halte ich für etwas übertrieben. Ich glaube, wer einen Risikopuffer von etwa 6 des Sechsfachen seines monatlichen Kapitalbedarfs hat, würde ausreichen. Also wer zum Beispiel 3.000 Euro Nettoeinkommen hat, aber nur 1.000 Euro zum Leben braucht, den sollte auch ein Risikopuffer von 5.000 bis 6.000 Euro reichen, um auf gewisse Eventualitäten einzugehen. Der Grund ist, unser Lebensstandard hat sich meistens immer so angepasst, wie wir auch unser Einkommen tatsächlich verwenden. Und dementsprechend haben wir wenig teure Geräte, die kaputt gehen können. Wir haben ein sparsames Leben geführt und können eventuell auch mal ein, zwei Monate ohne gewisse Themen auskommen. Beim Thema Gesundheit sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wenn ein Vorfall eintrifft, bei dem man zum Beispiel eine Zahnoperation vor sich hat, die die Krankenkasse nicht komplett übernimmt, dann steht man plötzlich vor einem Loch, welches gestopft werden muss. Dieses Loch sollte auch in diesem Kapitalbestand, den man hat, eingeschätzt werden. Also 5.000, 6.000 Euro als Grundregel mindestens langsam aufzubauen, ist, denke ich, eine solide Zahl. Es ist aber keine Sorge, es geht nicht darum, von heute auf morgen diesen Betrag zu haben, falls man das Risikopuffer noch nicht in seinen Betrachtung aufgenommen hat. Ich glaube eher, dass es relevant und interessant ist, sich Stück für Stück diesen aufzubauen, einen Teil seines Geldes investiert, damit die Gewohnheit dabei bleibt, einen Teil des Geldes in den Risikopuffer steckt und natürlich auch einen kleinen Teil, wie immer und gehabt, für sich ausgibt und sein Leben auch im Heute genießen kann. Wer einen Teil seines Geldes in diesen Vermögenspuffer, in den Risikopuffer reinsteckt, wird feststellen, dass er sich Monat für Monat sicherer fühlt. Witzigerweise hört dieser Gedanke niemals auf. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man seine 6 Monate erreicht hat,
ist man ziemlich schnell dazu geneigt zu sagen, oh, plötzlich könnte es auch nicht mehr reichen und man möchte seinen Risikopuffer noch weiter ausdehnen. Hier gilt es, klare Regeln zu setzen, wie der Puffer sein soll und diesen immer wieder Stück für Stück auf dieses Level aufzubauen. Ich selber habe mich irgendwann mal auf eine Spanne zwischen zwei Werten eingestellt, sodass, wenn kurzfristig dieser Puffer mal verwendet werden muss, ich auch wieder Zeit habe, langsam mich an das Maximum heranzuarbeiten und ich mich in dieser Spanne wohlfühlen kann. Einen exakten Betrag zu halten ist sowieso schwerer, als sich in einer solchen Range zu bewegen. Wer heute anfängt und noch keinen Risikopuffer hat, gleichzeitig einen Kredit abzuzahlen hat und schon ein Vermögen aufbauen will, indem er Geld investiert, kann es meines Erachtens wirklich in diesen drei Bereichen gleichzeitig umsetzen. Fakt ist, kurzfristige Ausgaben, die neue Kredite besorgen müssten oder die ein Dispo verursachen, die sind absolut Gift für unseren Vermögensaufbau. Denn die Zinsen hierfür sind meistens gleich hoch oder höher als die erwartete Rendite über euer Investment. Die logische Antwort ist, wir sollten eine hohe Priorität auf diesen Risikopuffer aufbauen, wo auch immer ihr die Zahl seht. Passt sie an euer Lebensstandard an und geht von dem Zeitpunkt immer von dem Schlechtesten aus, was passieren kann. Das ist eine Einstellung, die schon die Stoiker sehr gut gepflegt haben, aber dazu ist vielleicht auch nochmal Platz in einem anderen Video, denn ich glaube, die alten Philosophien dieser Kollegen mal zu analysieren und zu fragen, wieso soll ich mir selber die ganze Zeit Sachen wie den Tod oder ähnliches vor Augen halten, das passiert in dieses Thema nicht mehr rein. Wenn ihr aber Fragen dazu habt oder Wünsche speziell dazu habt, schreibt mir gerne einen Kommentar und ich freue mich auch über euren Daumen nach oben, wenn euch dieses Video geholfen hat. Bis bald, euer Gero.